Hallo, wir sind wieder da mit einer Runde Polybridge. Hatten letztes Mal uns schon angeschaut, was uns hier wohl erwarten wird. Und das hat sich bestätigt. Das Auto A muss nach oben, das Auto C muss unten bleiben. Da hieß Split. Das heißt, wir bräuchten doch eine Straße, die erst nach oben führt und dann wird die Hydraulik dazu führen, dass sie nach unten führt. Das wäre in meinem Kopf macht das Sinn. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen doch erstmal die Straße. Wobei. Hey, wir machen erstmal die unten sein müsste. Ja, ich weiß, dass das erste Auto nach oben muss. So. Und dann machen wir hier irgendwo so, dass es sich bewegt. An welcher Stelle wir das machen wollen. Das Auto C muss drunter durchpassen. Das muss ich im Auge behalten. Das sollte so noch passen. Und meine Überlegung wäre jetzt zum Beispiel, dass diese beiden Dinger beweglich wären und dann so nach oben sich bewegen. Vom Prinzip her. Nur die Frage ist, können wir dafür sorgen, dass zwei sich gleichzeitig bewegen? Ja, wahrscheinlich, wenn wir die mit Holz steif machen. Aber die wird jetzt nicht, die reicht nicht bis nach da, okay. Maximal bis da. Aber so wird es auch nicht hoch genug gezogen, ne? Es bewegt sich ja nur. Dann wird das Ding quasi hier gezogen. Das Problem ist, damit wir es testen können, obwohl können wir die. Nee, wir müssen auch die Stabilität erstmal für das. Für unten das kriegen, bevor wir den anderen Teil testen können. Müssen wir das mit Stahl machen? Können wir das mit Holz machen? Ist halt die. Ja, doch, ich glaube, dass Stahl nötig sein wird. Weil die Belastung, wenn hier eine Straße angehoben wird an der Stelle, hier braucht man nämlich so eine Unterstützung. Den linken Teil können wir jetzt erstmal mit Holz machen. So, bis hier soll die Straße sich ja nicht bewegen. Das heißt, wir können das alles mit Holz verstreben. Das hier ist mal falsch. So. Erstmal schauen, hält das links noch nicht ganz. Ja gut. Das haben wir ja schon mal gelernt. Einfach mal testen, ob wir hier mehrere Seile eventuell brauchen oder ob eins reichen würde. Ach, das ist jetzt doof, dass wir hier nicht die Bewegung testen können, bevor das erste Auto nicht drüben ist.
Aber okay, da kommen wir nicht drum herum. Ja, hier müssen wir jetzt schauen, das darf eigentlich nicht mehr verbunden werden, weil es sich ja bewegen soll. Wir können allerdings das hier dran, nee, sogar hier dran binden, dass das von oben gehalten wird. Und das hier soll sich ja auch nicht bewegen, sprich, wir können hier sogar noch so das machen. Oh, Moment, was macht das rechts? Ja gut, hier ist jetzt halt die Frage mit der Suspension, weil wir es immer noch nicht testen können und wir sind schon fast am, ja, das Budget wird ein Problem. Wie kriegen wir den Teil hier stabil? Mit rechts, das schauen wir uns gleich noch an. Hier, das stürzt ein. Obwohl es an der Suspension hängt. Ja, okay. Wir hatten ja gesagt, dieser Teil hier soll sich müssen halt diesen Teil hier irgendwie versteifen. Das fange ich, glaube ich, besser hier an. Aber dadurch wird das nicht... Ist das so, bricht das, wenn sich das jetzt bewegt? Also wenn sich die Verbindung hier verändern würde? Das hier haben wir scheiße gebaut. Das ist überhaupt nicht die nötige Symmetrie. Ja, ich sehe, dass die Straße recht ist. Darum werden wir uns noch kümmern. Ja, das Auto muss nach oben. Und solange wird die Hydraulik nicht Achso, nee, stimmt. Ah, warte mal. Ja, ja. Wir müssen ja oben anfangen. Vorher wird das nicht getestet. Das heißt, wir reißen den Kladderadatsch hier ab. Und vor allem, das Ding hier zumindest hat einen sehr großen Radstand. Sprich, die Straße darf eigentlich nicht so extrem anhängen, sonst ansteigen, sonst setzt das Ding auf, ne? Wir gehen so gerade ein paar Sachen durch den Kopf. Was man machen könnte.
Vor allem, weil ja auch die Suspension-Länge mir so Kopfzerbrechen bereitet hat. Deswegen würde ich eher nur hier so eine einzige Straße bewegen. Und die kann ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Ist doch nicht so weit. Es ist so weit. Das war J. So, und das soll dann jetzt, würde ich gerne das am liebsten diese beiden zusammen sich absenken. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle etwas von oben. Ah, Moment, wenn sich das nach unten senken, na, vielleicht klappt das noch, dass das. Wäre das dann. Und dann soll das quasi nach unten sinken. Das Ding wird auf der rechten Seite natürlich jetzt erstmal einstürzen, bis wir das auf die altbekannte Art stabilisieren. Wenn ich das so mache, wird das andere Ding dann umgerissen. Das nicht unbedingt. Aber oben das Feld. Totaler Lämmerschwanz. Ja, ich weiß, dass die Straße noch nicht halten wird. Hier müssen wir jetzt uns darum kümmern, dass das stabil ist. Über Budget. Moment, hier bin ich aber, glaube ich, noch nicht zufrieden. Doch, das passt sogar noch. Ja, wir können es noch nicht ganz testen. Rechts noch was einstürzt. Das Problem ist, dass sich das Ding bewegen soll. Wir können aber den rechten Teil können wir mit Holz verbinden. Aber die beiden labbrigen Straßen, da kümmere ich mich gleich noch drum. Warum hält das jetzt? Das macht so gar nicht das, was ich wollte, dass es das macht. Es expandet. In dem Moment stürzt das Ding um. Der Erx.
meinem Kopf wird das jetzt dann halt runtergesetzt. Oder runtergelassen. Fährt er da gegen die hängende Straße? Nee, das ist angekommen. Oh, wir waren viel zu teuer. Was kann man denn da verbessern? Erste Überlegung wäre, brauchen wir das? Brauchen wir schon mal nicht. Da haben wir nämlich schon mal einiges an Geld gespart. Ich will noch ein bisschen was verbessern. Oder günstiger machen, nicht verbessern. Also verbessern würde bedeuten, dass es zusammenbricht, was ja nicht der Fall ist. Ja. Gut. Ja, was können wir hiervon wegnehmen? Die Frage ist, können wir was wegnehmen? Ich denke mal, dass das hier ein Problem ergeben wird. Okay. Weil der Bulli ein bisschen schwerer ist. Ich glaube, wenn er halt hier gegen das Ding fährt, dann tritt Belastung auf. Verdammt. Oh Moment, hatten wir das jemals getestet? Nachdem wir da bis zum Ende getestet hatten? Doch, wir hatten es schon mal getestet, oder? Bis zum Ende. Nicht. Wie weit komme ich? So hat was getestet, ne? Aber generell hat es geklappt. Also man kann halt mehrere Straßenstücke bewegen, wenn man die mit Holz versteift hat. Das hier können wir wegmachen, würde ich sagen. Ohne dass es einstürzt. Ja. Mit dem Preisergebnis kann ich leben, auch wenn wir ein bisschen über Budget sind. Kommt halt manchmal vor. Eine Sloped. Was war nochmal Slope? Spur? Wir haben einen Bulli, wir haben Hydraulik. Wir haben zwei Schiffe gleichzeitig, wir haben Hydraulik, wir haben noch ein Auto. Wir haben alles zur Verfügung, was das Arsenal so hergibt. Warum will ich Hydraulik? Warum baue ich die Straße nicht einfach hoch? Eventuell, weil es geplant ist, dass wir bis hier gerade haben und dann erst hochgehen.
Ich habe das Gefühl, dass das was länger werden könnte. Deswegen schauen wir uns das dann lieber in der nächsten Folge an, damit wir da nicht irgendwie so einen Zeitdruck oder so haben. Und dann sehen wir uns wieder.